Frau Titzel ist Vizepräsidentin des Bundesarchivs. Wir freuen uns sehr, Sie bei uns zu haben. Und Sie werden sprechen zu einem Thema der jüngeren Zeitgeschichte, was nach wie vor brandaktuell ist, dem Zugang zu den Stasi-Unterlagen. Ich freue mich schon sehr auf Ihren Beitrag. Vielen Dank. Danke. Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Organisatoren, Verantwortliche, Interessierte, Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ich freue mich sehr, dass ich heute die Gelegenheit, wenn auch eine kurze, das habe ich verstanden, habe, Ihnen das Stasi-Unterlagenarchiv im Bundesarchiv vorzustellen. Der Titel der heutigen Konferenz, Zugang gestalten und der Fokus auf Umgang mit einem schwierigen Erbe, passt durchaus zu den Unterlagen, die das Ministerium für Staatssicherheit der ehemaligen DDR, kurz die Stasi, uns hinterlassen hat. Und insofern habe ich meinen Vortrag heute auch das Erbe einer Geheimpolizei, 30 Jahre Zugang zu den Stasi-Akten benannt und möchte Ihnen nun diesen Zugang und unser Archiv auch vorstellen. Lassen Sie mich beginnen mit einigen kurzen Ausführungen zu unserem Archiv, wie es entstanden ist und wo wir heute stehen. Das Stasi-Unterlagenarchiv hat seinen Ursprung in der Friedlichen Revolution im Herbst 89, als die Bürgerinnen und Bürger der DDR die Vernichtung durch die Stasi verhinderten und die Unterlagen sicherten und im Anschluss daran sich die Bürgerrechtler, Bürgerrechtlerinnen durchaus gegen einige politische Widerstände den Zugang zu den Akten erkämpften. Und so wurde am 3. Oktober 1990 Joachim Gauck zum Sonderbeauftragten der Bundesregierung für die personenbezogenen Unterlagen des ehemaligen Staatssicherheitsdienstes der DDR ernannt. Und das bildete quasi den Grundstein für eine eigenständige Behörde des bzw. der Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen bis in den Juni 2021. Mit Ende der Amtszeit des dritten Bundesbeauftragten Roland Jahn wurden die Stasi-Unterlagen dann in das Bundesarchiv überführt. Der Fokus meines heutigen Vortrages liegt auf dem Zugang zu den Stasi-Unterlagen auf der Grundlage eines Sondergesetzes, des Stasi-Unterlagengesetzes. Dieses ist entstanden aus einer einzigartigen Situation. Wir haben rechtsstaatswidrig entstandene Unterlagen, nämlich die Unterlagen einer Geheimpolizei, die nun zugänglich gemacht werden sollten für Betroffene, aber auch um eine gesellschaftspolitische Aufarbeitung zu ermöglichen. Es galt abzuwägen, bei diesen Unterlagen die schutzwürdigen Interessen der Betroffenen, der Opfer, vor allem durch die menschenrechtswidrige Gewinnung dieser Informationen mit dem Aufarbeitungsinteresse des Einzelnen, der Einzelnen, aber auch der Gesellschaft. Das wurde damals intensiv diskutiert und eine gesellschaftliche Reinigung, das war tatsächlich ein Begriff aus der politischen Debatte, hat sich dann am Ende durchgesetzt, da natürlich die Aufarbeitung zeitnah erfolgen sollte, auch im Hinblick auf das Alter der Betroffenen, der Opfer. Ist das Stasi-Unterlagengesetz so konzipiert, dass im Wesentlichen auf im Archivrecht übliche Schutzfristen verzichtet wird, dass wir sicherstellen bzw. im Gesetz die Zweckbindung formuliert haben. Das heißt, dass die Unterlagen grundsätzlich nur für den Zweck verwendet, verarbeitet werden dürfen, für den wir sie übermittelt haben. Und schlussendlich formuliert das Gesetz auch vom Prinzip her unterschiedliche Schutzlevel im Umgang mit personenbezogenen Daten. Dazu komme ich gleich noch. Das Stasi-Unterlagengesetz wird in den nächsten Wochen, Sie sehen es, 30 Jahre alt. Am 14. November 91 ist es verabschiedet worden, im Dezember 91 in Kraft getreten und schon wenige Tage später im Januar des Folgejahres konnte die erste persönliche Akteneinsicht für Bürger und Bürgerinnen stattfinden. Auch mit der Überführung der Stasi-Unterlagen in das Bundesarchiv sind die Zugangsregeln im Stasi-Unterlagengesetz erhalten geblieben und regeln nach wie vor Zugang und Verwendung dieser Unterlagen. Das Stasi-Unterlagengesetz
ist ein sogenanntes oder juristisch betrachtet ein sogenanntes Verbotsgesetz mit Erlaubnisvorbehalt. Das heißt, die Verwendung der Unterlagen ist grundsätzlich verboten, es sei denn, dass sie im Gesetz ausdrücklich erlaubt ist. Das ist im Vergleich beispielsweise zu den anderen Regeln, dem Bundesarchivgesetz in unserem Haus, das von einem allgemeinen Zugangsrecht ausgeht, doch schon ein erheblicher Unterschied. Auch wir haben, das habe ich mit großem Interesse bei meinem Vorredner wahrgenommen, verschiedene zulässige Nutzungszwecke. Tatsächlich sind es drei. Zunächst natürlich der Zugang jeder Einzelnen zur Aufklärung des eigenen Schicksals als persönliche Akteneinsicht. Wir haben die sogenannten Ersuchen öffentlicher nicht öffentlicher Stellen. Da geht es vorrangig beispielsweise um Überprüfung von Mandatsträgern, für Reha- und Strafverfahren Informationen zu erlangen oder schlussendlich auch in Fragen der Opferrente. Der dritte zulässige Nutzungszweck sind die Zugangsrechte für Forschung und Medien mit dem Auftrag verbunden, politisch und historisch die Tätigkeit der Stasi aufzuarbeiten. Innerhalb dieser Nutzungszwecke, die ich Ihnen gerade vorgestellt habe, kategorisiert das Stasi-Unterlagengesetz verschiedene Personengruppen. Und insofern ist es für die Arbeit unseres Archives auch wichtig, diese Zuordnung vorzunehmen. Wir unterscheiden auf der einen Seite in Betroffene und Dritte. Dritte als sonstige Personen, über die Stasi Unterlagen gesammelt hat. Und auf der anderen Seite Mitarbeiter, also Mitarbeiter, die ehemalig hauptamtlich oder inoffiziell für die Staatssicherheit tätig waren und sogenannte Begünstigte. Während Betroffene und Dritte einen umfassenden Schutz ihrer personenbezogenen Daten genießen und auf der anderen Seite auch umfassende Zugangsrechte zu den Informationen haben, die Stasi über sie gesammelt hat, gilt ein niedrigeres Schutzniveau für Mitarbeitende der Staatssicherheit und Begünstigte. Für hauptamtliche oder inoffizielle Mitarbeiter, besser gesagt, gibt es die Bekanntnahme ihrer Klarnamen. Wenn also ein Bürger seine Akte liest und dort beispielsweise vom IM-Pierre die Rede ist und man wissen möchte, wer das ist, dann wird das bekannt gegeben, wenn die Unterlagen diese Zuordnung zulassen. Es gehen sogenannte belastende Mitteilungen, die die Tätigkeit für den Staatssicherheitsdienst offenbaren, an die ersuchenden Stellen. Es gibt ein grundsätzliches Zugangsrecht der Forschung und Medien zu diesen Unterlagen. Geschützt sind hier nur wirklich ganz private, intime Informationen der ehemaligen Mitarbeitenden und Begünstigten. Und schlussendlich können weder ehemalige Mitarbeiter noch Begünstigte vollumfänglich die Unterlagen einsehen, die zu ihnen vorhanden sind. Das gilt beispielsweise zu den Berichten und Informationen, die sie geliefert haben. Dieses ehemalige Herrschaftswissen soll nicht nochmal aufgefrischt werden und insofern bleibt der Zugang verwehrt. Wie funktioniert nun der Zugang in unserem Archiv zu den Unterlagen, wenn Betroffene eine Akteneinsicht wünschen? Zunächst brauchen wir dazu einen schriftlichen Antrag mit Identitätsbescheinigung. Ganz einfach deswegen, weil wir dem Grundsatz folgen, jeder nur zu sich. Das ist ein Ausfluss des allgemeinen Persönlichkeitsrechts, um eben auch die Opfer entsprechend vor einer nicht gewollten Weitergabe der sie betreffenden Informationen schützen zu können. Ich habe Ihnen eine Ausnahme mit aufgeschrieben, die ist im Laufe der Jahre im Stuck aufgenommen worden, nämlich das Zugangsrecht naher Angehöriger bei Verstorbenen. Wenn es also ein berechtigtes Interesse gibt an den Informationen, die der Staatssicherheitsdienst gesammelt hat und der die Verstorbene keinen anderslautenden Willen hinterlassen hat, dann gewähren wir auf diese Weise Zugang. Für uns in der Recherche, weil die Staatssicherheit personenbezogen abgelegt hat, ist es ganz wichtig, dass die Angaben, die unsere Antragstellerinnen, Antragsteller machen, so umfassend wie möglich sind zu Wohnorten, Tätigkeiten oder möglichen Bezugspersonen. Und dann können wir die Recherche in unseren Unterlagen beginnen. Ich habe Ihnen das hier mal aufgeschrieben. Wir haben 111 Kilometer Akten tatsächlich in unserer Hinterlassenschaft.
Hinzu kommen 41 Millionen Karteikarten, 1,8 Millionen Fotos, Fotonegative, 23.700 Tondokumente, diverse Filme und Videos. Unser Bestand ist also doch recht umfänglich. Und wenn also die Recherche beginnt, läuft das Ganze so ab, dass wir zum Glück auf die originären FIND-Hilfsmittel, die der Staatssicherheitsdienst uns hinterlassen hat, zurückgreifen können. Das sind die verschiedenen Karteien, Karteisysteme. Unsere wichtigste Kartei ist die allgemeine Personenkartei, die sogenannte F16, die bestimmte personenbezogene Informationen enthält, und mit einer darauf aufgeführten Registriernummer des MFS in die nächste Kartei, die sogenannte Vorgangskartei F22, führt, die weitere Informationen zu der Bespitzelung enthält, aber eben nicht den Klarnamen aus konspirativen Zwecken oder die Klarnamen, um die es in dem Vorgang geht, enthält. Wir haben also immer ein Zusammenspiel diverser Karteikartensysteme, um an Informationen zu gelangen. Wenn die Recherche abgeschlossen ist, dann bereitet unsere Abteilung Auskunft die Akteneinsicht und Herausgabe vor. Das ist ein sehr aufwendiger Prozess, weil die Nutzenden bei uns eben nicht alleine recherchieren, sondern das eine Tätigkeit ist, die ausschließlich in dieser Abteilung Auskunft liegt. Die Akten werden aus dem Archiv dann bestellt, gelesen. Und im Hinblick auf das allgemeine Persönlichkeitsrecht und den Schutz desselben wird geprüft, in welchem Umfang die Einsicht gewährt werden kann. Und im Regelfall, gerade in sehr problematischen Fällen, wenn die Bespitzelung aus dem engen Umfeld, sprich Geschwister, Ehepartner, Eltern oder wie auch immer erfolgt, gibt es ein Vorgespräch, bevor wir in die Akteneinsicht gehen, um die Antragsteller, Antragstellerin auch gut darauf vorzubereiten. Und die Herausgabe unserer Unterlagen wird dann entsprechend auch durch eine Anonymisierung begleitet, um die personenbezogenen Daten anderer Dritter oder anderer Betroffener zu schützen. Ich hatte vorhin schon kurz darauf hingewiesen, wenn man als Betroffener wissen möchte, wer der Spitzel war oder die Spitzel, dann kann man einen sogenannten Antrag auf Decknamenentschlüsselung stellen, und dann geben wir das auch bekannt. Ich habe noch ein paar Zahlen dabei, die ich für interessant halte, um Ihnen auch, ich sag mal, das Volumen noch ein bisschen rüberzubringen. Bei uns sind insgesamt seit Gründung der Behörde über 7 Millionen Anträge eingegangen. Alleine 3,3 Millionen Anträge von Bürgerinnen und Bürgern, die die Gelegenheit genutzt haben und weiter nutzen, ihr persönliches Schicksal aufzuklären. Zum Ende meines Vortrages habe ich noch einige Informationen zu weiteren gesetzlichen Aufträgen für Sie vorbereitet, die das Stasi-Unterlagenarchiv im Stuck formuliert bekommen hat. Das ist zum einen der Auftrag, die Öffentlichkeit auch durch eigene Bildungsarbeit über Struktur, Methoden, Wirkungsweise des MFS zu unterrichten. Ein weiterer, nicht unbedingt archivtypischer Auftrag ist die Vermittlung des besonderen Charakters der Unterlagen am historischen Ort. Insofern habe ich dort zwei Fotos eingefügt in Berlin-Lichtenberg, wo unser Archiv der Zentralstelle sitzt. Sind wir praktisch am Standort der ehemaligen Stasi-Zentrale und nutzen die beispielsweise im Sommer auch zu einem Open-Air-Kino, Campus-Kino, wie wir das nennen, um unsere Themen, Anliegen gut vermitteln zu können. Immer wieder mal nachgefragt wird auch das Thema Rekonstruktion zerrissener Unterlagen. Die Staatssicherheit hat uns knapp 16.000 Säcke zerrissenen Materials hinterlassen, die wir versuchen, manuell bzw. digital zu restaurieren. Auch das ein ganz interessanter Themenkomplex, den ich aber nicht weiter vorstellen kann. Ich komme zum Schluss meines Vortrages. Danke Ihnen allen für Ihre Aufmerksamkeit und möchte eine Einladung aussprechen. Besuchen Sie uns gern, natürlich vor Ort, aber auch im Internet. Nutzen Sie unsere lernen Sie unsere Mediathek kennen. Nutzen Sie, da sind diverse Dokumente eingestellt. Ganz vielen Dank.